Um Ihnen das Konstruktionsverfahren mit Hilfe eines CAD-Systems genauer zu zeigen, haben wir Herrn Rose ins Studio eingeladen und zugleich seinen Arbeitsplatz mit ins Studio gestellt. Guten Tag, Herr Rose. Grüß Gott. Wir hätten gerne von Ihnen ein solches Rad konstruiert. Und zwar mit Hilfe dieses CAD-Arbeitsplatzes. Dazu generiere ich zunächst ein Koordinatenkreuz mit dem Ursprungspunkt. Ausgehend vom Koordinatenursprungspunkt konstruieren wir zunächst eine Linie unter 45 Grad. Nun werden parallel dazu Linien im Abstand von 5 mm erstellt. Parallel zu dieser Linie und parallel zu dieser Linie. Das sind Hilfslinien für die Speichen und die 5 mm ist die Speichendicke. Genau. Nun wird der Speichenausschnitt gewählt, und zwar ein Radius von 30 mm und von 70 mm. Auch um den Koordinatenursprungspunkt. Ich zeichne nun diesen Ausschnitt etwas größer, den ich jetzt im Nachfolgenden etwas ausgiebiger bearbeiten möchte. Sage nun bewegen, bewegt das Fadenkreuz an diese Stelle und sage nun auf dem Bogen soll sich die Linie bis zu diesem Punkt ausziehen, bis zu diesem Schnittpunkt, auf dem Bogen bis zu diesem Schnittpunkt und an diese Stelle. Nun kann ich die Verrundungen einfügen, die notwendig sind, da es sich bei diesem Rad um ein Gussteil handelt. Ich sage also Verrundung an dieser Ecke, hier und hier. Das ist der erste Speichenausschnitt. Diesen Speichenausschnitt kann ich nun mehrfach drehen. Ich sage also, das ist mein Drehpunkt. Der Drehwinkel soll 45 Grad sein. Es soll gleich mehrfach gedreht werden, und zwar 7-mal. Das System errechnet dann die jeweiligen Ausschnitte. Ich kann nun wieder in den normalen Ausschnitt zurückgehen und konzentrische Kreise hinzufügen, um das Rad in der ersten Ansicht fertigzustellen. Ich sage also 10 mm, 20, 80, 87 und 90 mm. Und zwar konzentrisch um diesen Punkt. Damit habe ich das Rad in seiner ersten Ansicht dargestellt. Entsprechend wird nun der Seitenriss eines Schnittes durch den Mittelpunkt des Schwungrades konstruiert, wobei nur die eine Hälfte konstruiert zu werden braucht. Schauen wir hier ein wenig zu. Zum Hinzufügen der Schraffur wählen wir nun einen günstigeren Ausschnitt. Und ich bestimme die Schraffur, indem ich angebe, welche Fläche zu schraffieren ist. Ich tippe mit dem Cursor also nur in diesen Bereich hinein. Das System schraffiert diese Fläche. Das gleiche gilt für die andere geschnittene Fläche. Und für die letzte zu schraffierende Fläche. Nun ist die obere Ansicht fertiggestellt und ich kann diese Hälfte spiegeln. Ich sage deshalb spiegeln an der X-Achse. Dies ist ein Punkt auf der Symmetrieachse und ich möchte dabei kopieren. Wir sehen, die untere Hälfte ist dargestellt. Wenn ich wieder in den Normalmodus zurückgehe, dieses Teil vollständig dargestellt. Mit der Schraffur. Nun fügen wir die Bibliotheksteile hinzu. Ich sage also Zeichnung lesen, in diesem Fall Bibliothek. Und in dieser Bibliothek sind nun fertige, vorgefertigte Teile abgelegt, wie zum Beispiel Schrauben, die Sie hier suchen. In diesem Falle ja. Man kann verschiedene Normbibliotheken anlegen. In diesem Falle haben wir nur
ganz kleine Teile, ausgewählte Teile vorgesehen. Ich möchte die jetzt mir diese Schrauben ansehen, um zu wissen, welche von diesen beiden Schrauben ich auswählen möchte. Und finde dabei, dass ich also diese rechte Schraube verwenden möchte. Ich sage also, diese Schraube möchte ich verschieben. Und zwar beim Verschieben möchte ich gleichzeitig aus der M10er Schraube eine M8er Schraube machen. Also die Schraube ein bisschen verkleinern? Verkleinern. Und ich möchte sie beim Verschieben auch gleichzeitig drehen, unter 90 Grad. Gebe nun diesen Bezugspunkt an, der verschoben werden soll. Und rufe das Pattern auf, den Bereich auf, in dem ich das Teil positionieren will. Und zwar wäre der neue Bezugspunkt hier. Und das Teil soll mir erhalten bleiben, er soll mir nur diese Schraube hineinsetzen. Nun kann ich Bemaßung hinzufügen, Horizontalbemaßung. Dazu gebe ich den linken Eckpunkt und den rechten Eckpunkt an und platziere dann meine Beschriftung, meine Maßzahl an dieser Stelle. Das gleiche gilt beispielsweise, um dieses Maß anzugeben. Der Rechner kennt ja die Maße. Der Rechner hat diese Maße durch die Eingabe, die Werteingabe vorher gespeichert. Das gleiche gilt auch für die Horizontalmaße. Und die Maße können wir auch noch anzeigen? Jawohl. Mhm. Zum Schluss schließlich wird die fertige Konstruktionszeichnung auf einem Blotter ausgegeben. Die Mikroelektronik unterstützt den Konstrukteur bei seiner Arbeit. Die Arbeit des Rechners leistet im Wesentlichen ein Mikroprozessor nach einem raffiniert ausgedachten Programm. Auch bei der Herstellung solcher Bauteile wird durch den Einsatz der Mikroelektronik die Fertigung automatisiert. Was hier wie ein wirres Durcheinanderfahren aussieht, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Planung. In die Mikrorechner der fahrerlosen Transportfahrzeuge wird ein Fahrziel eingegeben. Der Rechner steuert das Fahrzeug mit Hilfe der im Boden eingelassenen Magnetbahnen so, dass es ohne Kollisionen sein Ziel erreicht. Ein Roboter legt Bildschirme auf ein Transportband. Der eingebaute Mikroprozessor kennt den Endpunkt für die Ablage auf das Transportband und die Anfangspositionen zum Aufnehmen der Bildschirme.
Platinen für Fernsehgeräte werden automatisch bestückt. Hier wird durch einen Lichtstrahl ein Konstruktionsplan abgetastet und Schiffsbleche auf einer Werft, dem Plan entsprechend, automatisch zugeschnitten. Programme, die auf Lochstreifen gestanzt wurden, steuern hier eine Brennschneidemaschine. Da das Steuerungsprogramm für die Maschinen in Zahlenform auf dem Lochstreifen vorliegt, werden diese Numeric Controlled oder kurz NC-Maschinen genannt. Die neueste Entwicklung aber sind Industrieroboter, die universell einsetzbar sind. Sie können je nach Programm die unterschiedlichsten Arbeiten übernehmen. Hier werden Automobilkarosserien zusammengefügt und verschweißt. Woher aber weiß ein Roboter, an welchen Stellen er schweißen muss? Es wird ihm mühsam Stelle für Stelle gezeigt. Mithilfe einer sogenannten Teaching Box wird der Roboter an den Schweißpunkt herangeführt. Ist die Stelle erreicht, so wird dieser Punkt im Rechner des Roboters abgespeichert. Dies geschieht Schweißpunkt für Schweißpunkt. Beim anschließenden Start des Programms fährt der Roboter automatisch alle eingespeicherten Positionen nacheinander an. An diesem kleinen Roboter wollen wir einige grundsätzliche Überlegungen darstellen, die für die Steuerung von Robotern außerordentlich wichtig sind. Ein solcher Roboter hat 5 Gelenke. Er kann sich um eine vertikale Achse drehen, das nennen wir das Körpergelenk. Dann kommt das Schultergelenk. Als nächstes der Ellenbogen. Dann das Handgelenk. Und das Handgelenk kann er auch noch drehen. Und schließlich den Greifer schließen oder öffnen. Vorhin im Film haben Sie gesehen, wie einem Roboter etwas beigebracht wurde. Das geschieht durch die sogenannte Teaching Box. Auf den weißen Tasten kann ich die Gelenke hoch oder runter fahren, Schulter nach unten.
Noch etwas Ellenbogen nach unten. Das Handgelenk vielleicht vertikal stellen. Und etwas drehen. Diese Position kann ich nun abspeichern. Position Store, und zwar unter der Nummer 1. Ausführen. Aus jeder beliebigen Lage kann ich nun auf diese gespeicherte Position fahren. Move, bewege dich nach Position 1. Ausführen. Der Roboter soll nun dieses Holzklötzchen auf einen Sockel stellen. Hierzu muss ich als erstes die Greifer schließen. Das speichere ich unter Position 2 ab. Und nun muss ich durch Drücken der einzelnen Tasten die einzelnen Gelenke so bewegen, dass schließlich der Klotz auf den Sockel zu liegen kommt. Handgelenk nach unten. Drehung des Körpers. Und Absenken der Schulter. Damit haben wir unsere Position erreicht, unsere Position 3, die ich jetzt noch abspeichern muss. Ich brauche also nur die Position aufzurufen, dann muss mir der Roboter hier hinfahren. Ich bewege mich zur Position 1. Der Roboter bewegt sich nun in allen Gelenken zugleich. Bewegung zur Position 2, also schließen. Und nun zur Position 3. Nun, das hat offensichtlich nicht geklappt. Ich fahre wieder in Position 1. Die Steuerschaltung für diesen Roboter hat offensichtlich nicht den Weg registriert, auf dem ich diesen Klotz auf den Sockel legte. Denn es war ja nur der Anfangspunkt und der Endpunkt gespeichert. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Punkt-zu-Punkt-Steuerung. Und bei dieser Punkt-zu-Punkt-Steuerung bewegen sich die Gelenke alle gleichmäßig von der einen Position in die andere Position. Der Roboter führt dann meist eine krumme Linie als Weg aus. Wenn das nicht geschehen soll, was eben geschah, dann muss man dafür Sorge tragen, dass durch die Angabe eines dritten Punktes, der zwischen Punkt 1 und Punkt 2 liegt, also zwischen dem Anfangs- und Endpunkt, der Klotz mehr von oben auf den Sockel gelegt wird. Wir haben einen solchen Zwischenpunkt eingegeben und dieses Mal rufe ich die einzelnen Positionen nicht über die Teachbox ab, sondern ich lasse vom Rechner ausgeben. Das geht dann schneller. Sie sehen, es hat geklappt. Wenn zwischen Anfangs- und Endpunkt ein oder mehrere Punkte angefahren werden, dann spricht man von einer Vielpunktsteuerung. Wie Sie es auch im folgenden Beispiel sehen. Um ein Reserverad in die entsprechende Mulde zu legen, muss der Roboter Hindernisse, wie beispielsweise die Kofferraumkante, durch Vielpunktsteuerung umgehen. Wie wird nun der Roboter vom Rechner angesteuert? Dazu muss man wissen, dass beispielsweise der Drehbereich der Körperachse von 310 Grad in 12.000 Teilpunkte aufgeteilt ist. Der Roboter besitzt nun eine Steuerschaltung, die bewirkt, dass der Roboter auf den vom Rechner angegebenen Teilpunkt fährt. Machen wir ein Beispiel. Move immediately. 6000, er soll also um 6000 Teilpunkte weiterdrehen und die anderen Gelenke sollen auf ihrer ursprünglichen Stellung bleiben.
ausführen. Der Roboter steht jetzt ungefähr in der Mitte. Die Steuerschaltung für die einzelnen Gelenke übersetzt die vom Rechner angelieferte Zahl, zum Beispiel 6000, in 6000 Impulse, die den Schrittmotor im Gelenk um 6000 Teilpunkte weiterfahren lassen. Hier sehen Sie noch die Anzahl der möglichen Teilpunkte für die anderen Gelenke. Zugleich enthält die Steuerschaltung noch Speicher für die einzelnen Positionen. Wenn nun vom Rechner gesteuert ein vorgegebener Punkt angefahren werden soll, dann muss man die Geometrie des Zusammenspiels dieser Gelenke kennen und dann die Zahlenwerte für die Stellung der einzelnen Gelenke in den Rechner eingeben. Das ist sehr umständlich. Viel besser wäre es doch, man könnte direkt die Koordinaten des vorgegebenen Punktes in den Rechner eingeben. In diesem Fall muss dann der Rechner nach einem Programm auf Grundlage der Koordinaten die einzelnen Werte für die Stellung dieser Gelenke berechnen und an die Steuerung des Roboters ausgeben. Wir haben ein solches Programm entwickelt und in den Rechner eingegeben. Ich gebe die Koordinaten des ersten Punktes ein, x gleich 2, y gleich 0. Der nächste Punkt, x gleich minus 8, y gleich 8. X gleich 8, y gleich 8. Und wieder x gleich 2, y gleich 0. Sie sehen, die gewünschten Punkte sind der Reihe nach angefahren worden. Durch das Programm wurde der Umgang mit dem Roboter stark vereinfacht. Hier sehen Sie die Formeln, nach denen die eingegebenen Koordinaten in die Gelenkstellung umgerechnet werden. Unser Schema von vorhin muss also erweitert werden. Und zwar durch ein Programm, das die eingegebenen XY-Koordinaten in die Werte für die Gelenkstellungen umrechnet. Diese Zeichnung jedoch weist uns auf ein Problem hin. Die Punkte werden zwar genau angefahren, aber auf Kurven, da die Motoren der einzelnen Gelenke unabhängig voneinander in ihre Endstellung fahren. Die Krümmung hängt von der Geometrie des Roboters ab. Oft wünscht man aber, dass die Punkte durch einen geraden Streckenzug miteinander verbunden werden. Da behilft man sich folgendermaßen. Durch ein Programm wird die entsprechende Gerade berechnet und diese dann in einzelnen Schritten gezeichnet. Die Anzahl der Teilpunkte wird so gewählt, dass die Zwischenstrecken nahezu gerade verlaufen. Unser Steuerprogramm muss für diesen Fall um ein zusätzliches Programm erweitert werden, das die Gerade durch Anfangs- und Endpunkt berechnet und die entsprechenden Teilpunkte ausgibt. Wir haben nun 5 Punkte eingegeben, die Eckpunkte des Buchstabens M. Die Punkte werden auf geraden Strecken verbunden. Die Zwischenpunkte für diese Vielpunktsteuerung berechnet das Programm. Somit kann der Roboter alle Kurven zeichnen, die durch eine mathematische Formel vorgegeben werden können. Wir müssen nur unser Programm für die Berechnung einer Geraden durch ein anderes Programm ersetzen. Zum Beispiel durch ein Programm zur Berechnung eines Kreises. Es müssen lediglich der Radius und die Koordinaten des Mittelpunktes angegeben werden. Damit haben wir gleichsam eine Bahnsteuerung. Unser Roboter zeichnet also je nach Programm ein M oder eben einen Kreis. Durch Wechsel des Programms kann ein Roboter verschiedene Tätigkeiten hintereinander ausführen. Davon wird heute in der Industrie schon Gebrauch gemacht. Beim Verkleben von Türen muss der Klebestreifen exakt entlang der Türkante geführt werden. Man verwendet daher einen Roboter mit Bahnsteuerung. Derselbe Robotertyp, versehen mit einem anderen Programm, legt Keilriemen an Motoren auf, die an einem Band vorbeigeführt werden.
In der Endmontage sorgen die entsprechenden Programme dafür, dass der Roboter Batterien einsetzt. Beziehungsweise Batterien an der Karosserie befestigt. Was aber, wenn ein Roboter am Montageband ausfällt? Dann fällt das gesamte Band für die Dauer der Reparatur aus. Die Produktion steht still. Durch Bearbeitungsstationen wird dieser Nachteil umgangen. Die Karosserien werden mit Transportfahrzeugen in nebeneinander gelegene Stationen gebracht. Dort läuft dann das entsprechende Schweißprogramm ab. Sensoren melden den Robotern, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt, und suchen danach das entsprechende Programm aus. Nacheinander können also die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen bearbeitet werden. Fällt eine der Stationen aus, so wird diese nicht mehr angefahren. An den übrigen aber läuft die Produktion weiter. Ist keine der Bearbeitungsstationen frei, so wartet das Transportfahrzeug, bis es von einer der Stationen ein Freigabesignal erhält.